Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Craven Manor. Also, ich denke mal, wenn man genau weiß, wie alles geht und so, dann kann man es bestimmt in 2 Stunden durchspielen. Aber wenn man das erste Mal dabei ist, alle Texte liest und dergleichen, dann ist man bestimmt wesentlich länger dran. Also man sieht, hier kommen ja noch ein paar Sachen, glaube ich, dran. Müssen wir schauen. Also ich denke auch, dass ich 3 oder mehr Stunden bestimmt haben brauchen werde. Schlafzimmermodell hatten wir gerade, Bibliothekenmodell. Wir haben erfahren, dass das an den Eingang soll. Das heißt, wir tauschen das aus. Das heißt, dieses Weinkellermodell stimmt nicht. Oder muss das genau hier hinpassen? Das ist genau das Stück, was da dran muss, vielleicht. Kann das sein? Ich muss das bestimmt in der richtig positionieren, wie das alles ist. Ich habe irgendwo da schon mal was gelesen über die Bibliothek und die gleichen, das ganze Zeug. Was denn das hier? Ah! Ich kann den Schlüssel einfach nehmen! Handyman! Okay. Können wir den hier dran machen? In einer Ecke des Feldes befindet sich ein Schloss. Getriebekasten. Dem Getriebe scheint ein winziges Stück zu fehlen. Schande! Und das war das oben, was da gewesen ist. Fehlende Hebel fehlt. Also, ich muss nochmal in den Raum, den wir eben hatten. In den da oben, ne? Dachboden. Ich brauche das Getriebeteil. Was wir da gefunden haben. Ich hätte vielleicht einfach auf die Scheibe, da wo das gewesen ist, das Getriebe irgendwas gegenwerfen müssen. Ist das Mistvieh immer noch da? Was ist das? Zunächst war es nicht nötig, sich zu versichern, dass das Bewusstsein der Seele folgt. Für die ersten 19 war ihr Geist in der Tat kein großer Verlust. Keine neuen Sachen zu sein, oder? Was ist das mit den 23 Nachnamen? Die Tür ist noch zu. Also wir müssen definitiv da oben nochmal hin. Oh, es geht nicht mehr. Doch, es geht. Boah, mir graut's jetzt schon wieder da hoch. Also wir brauchen irgendwas zum Werfen. Wir brauchen dieses Getriebe. Oder wir müssen von der anderen Tür da hinkommen. Das kann auch sein. Wir müssen uns also irgendwas basteln, dass wir diese Tür da aufkriegen. Gibt es hier nicht noch was zu werfen? Da ist was. Ja, ich will lieber nicht rennen. Dann habe ich ein anderes Problem. Es hat nicht geklappt. Was sagt er da? Da sagt er jetzt gar nichts mehr. Okay, wir müssen von der anderen Tür da irgendwie hinkommen. Wie komme ich zur anderen Tür? Das Glas kaputt. Okay, wir gehen wieder runter. Kann man, glaube ich, erstmal nichts machen. Schauen wir uns die Bibliothek an. Boah, die recht groß ist. Cutscene. Sehr schön, das freut mich. Zwar nur kurz.
Auf jeden, der nicht wahrhaftig mit Phantasmen prahlend angibt, Wunder vollbringen zu können, warten die Qualen des ewigen Feuers. Kirchengewäsch. Gib keinen Spuk. Alles Humbug. Ablehnend gegenüber der Musik der Sphären, da die Bewegung astronomischer Körper unfähig ist, Ton zu erzeugen. Okay, wir gehen systematisch ab. Da gehen wir noch nicht hin. Ah, ne, das ist nur das Stuhlbein. Erschreckt mich doch nicht so. Ein Zeitungsartikel, der von dem Verschwinden der jugendlichen Marjorie Hatchepatch berichtet. Ah, hier waren wir gewesen. Ja, natürlich. Hier war ich vor einer guten Stunde gewesen, am Anfang. Es ist das Anfangsteil, das sich nicht richtig verändert hat. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Können wir immer noch diesen Aufzug nutzen? Ja, wir können uns da nur was reinlegen. Aber warum sollten wir uns da was reinlegen? Hat sich hier was geändert? Der blinkt nämlich. Nee. Vielleicht muss ich mir Feuer machen. Soll ich da ein Buch reinwerfen? Hebt mal ein Buch auf. Das Epos handelt von dem biblischen Mythos vom Sündenfall. Ist hier eine Sünde passiert in dem Haus? Okay, wir können schon mal keine Sachen aufheben. Gehen wir mal hier lang. Hier haben wir unser erstes Modell bekommen. Herstellung einer klaren Grenze zwischen wahrer Zauberei und bloßer Illusion. Mental erkrankte Frau. Genau, hier war das erste Teil, was wir hatten. Warum habe ich den Anfangsgegenstand bekommen, wenn ich erstmal nichts machen kann? Vielleicht kann ich ja was machen und sehe es nur nicht. Wie komme ich da rauf? Gar nichts. Doch, jetzt. Geht er jetzt nach oben? Kriegen wir irgendwas? Ne. Passiert ja nichts. Okay, ich muss irgendwas anderes machen. Sehr wahrscheinlich da unten. Vielleicht brauche ich auch einfach nur dieses mechanische Getriebe, was es da war. Muss irgendwie den Dachboden verändern, dass er da rauskommt, wo ich das gerne hätte. Also schauen wir uns das nochmal an. Eingangshallenmodell. Ja, das ist mir klar, aber das ist doch Dachbodenmodell. Genau. Wir wollen diesen Ausgang, brauchen wir. Da oben. So, da irgendwie durchkommen. Kann ich das mal da oben hin tun? Kann ich nicht. Gefällt mir schon gar nicht. Ich brauche das Anfangsmodell da nicht. Ich hätte gerne dieses Schlafzimmermodell. Ich würde gerne da dran. Geht aber nicht. Geht nicht. Dran. Tun wir das auch weg. Das geht nicht.
Also wir können nur an die 4 dran setzen, wie es aussieht. Was denn hier mit dem da? Eingangsrampe, ja, das geht nicht. Also die Bibliothek ist doch definitiv das Teil da oben, oder? Irgendwie so. Schlafzimmer. Kannst auch nicht von der anderen Seite machen irgendwie. Bringt nichts. Irgendwas dran machen könnte. Nein. Nur an diese gelben Teile geht das. Also nur von dem. Das ist ja schon eine Veränderung. Das ist ja schon eine Veränderung. Bin ich jetzt hier oben? Ne, das ist oben. Also? Oder? Dann bin ich jetzt beim dunklen Bereich. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Das wird ja noch knifflig, glaube ich. Ah, er speichert. Wir sind jetzt oben bei der Bibliothek. Interessant. Ein falsches Buch. Ein falsches Buch. Dass wir in der richtigen Reihenfolge reindrücken müssen. Können wir die Tür zumachen? So, das ist nie gut. Was? Huh. Das war schon mal falsch. Aha. Aha. Okay. Easy. Da nichts weiter Schlimmes passiert ist. Jetzt sind wir hier auf dem oberen Stück der Bibliothek, wo dies. Was war das? Oh nein. Oh nein. Mistgegner wieder da. Ich will nicht. Shit. Und wir müssen die Bücher hier drin reindrücken. Ist in jedem Gang eins? Das werde ich bestimmt ein paar Mal machen müssen. Das erwischt mich bestimmt. Ich muss ja erstmal rausfinden, wo die Bücher sind. Frage ist ja, greift er mich an, bevor ich, oder erst, wenn ich die Bücher reintue? Könnte ich mich nämlich schon mal was umschauen. Okay, da unten waren wir eben. Also der Nebel ist auch geil gemacht, ne? Also das ist schon gruselig. Okay, hier haben wir eins. Eins, zwei außen. Das dritte da. Definitiv vier. So wie es aussieht, kommt es erst, wenn wir anfangen. Frage ist, wo fange ich an? Ich fange am besten hinten an, ne? Arbeite mich dann vor. Okay, das war schon falsch. Du bist definitiv nicht Buch Nummer 1. Ich kann dich gar nicht drücken. Doch, kann ich. Gott, bis ich die richtige Reihenfolge habe. Vielleicht muss ich auch genau in der Reihenfolge, wie wir gekommen sind, drücken. Okay. Ah ja, verstehe. Wir warten ab, bis unsere Energie wieder voll wird. Wir wissen auf jeden Fall, was das erste jetzt war. Na komm, verschwinde rote Farbe, das hat ganz schön wehgetan. Wow, wie kannst du so schnell hinter mich kommen, du Mistvieh? Also man muss im Endeffekt immer wieder warten.
Mistsack. Kann ich dich drücken? Nein. Okay. Da hinten war noch eins. Das waren vier Bücher. Okay, ich habe ihn aus den Augen verloren. Du Mistvieh. Shit, es gibt irgendwo ein fünftes Buch, das ich noch nicht gefunden habe. Jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Da ist er. Ah! Wo ist denn das fünfte Buch? Hier in dem Gang ist nämlich keins. Scheint aber nicht hier zu sein. Gibt es ein Außenareal? Gibt es ja wahrscheinlich ein Außenregal, wo ich dran muss. Kacke. Komm. Gibt es hier ein Buch außerhalb? Ich sehe es nicht. Ah, und ich habe extra vorher geguckt. Ich habe umsonst geguckt. Hey, das Buch muss wieder raus. Warum? Ich muss wieder von vorne anfangen. Ich muss von vorne anfangen. Okay, jetzt ist es eine andere Reihenfolge. Weiß der Geier. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Verdammte Hacke. Was haben wir denn jetzt wieder hier? Das ist doof. Ich kann auch nicht mehr genau umschauen, weil das Vieh die ganze Zeit da ist. Was? Du Mistvieh. Ich hasse dich. Ich würde dich gerne jetzt auf dir rumtrampeln. Du scheinst ja nichts zu machen, wenn ich dich angucke. Irgendeinen großen Gegenstand nehmen. Aber wenn es aus Bronze ist, dann wird es nicht viel ausmachen. Ich mag dich gar nicht. Also nochmal. Numero uno. Dos. Komm, Energie. Was sagt denn die Zeit? Ach du Scheiße, ich bin sie wahrscheinlich schon wieder komplett am Überziehen. Scheiße. Ja, das hat mich leider zu sehr in den Bann gezogen. Na komm. Ah, ich mache den Fehler immer wieder, ne? Und dann sind alle wieder draußen. Ich bin so doof. Da bist du, ne? Sehr gut. Ja, bleib ruhig da. Ich komme. So, das letzte Buch ist ganz hinten. Ganz hinten. Ich sehe dich ganz genau. Ja, und was jetzt, Mistvieh? Ich hab dich gekriegt. Platsch! Ja, geile! Hoffentlich bist du kaputt. Es scheint zwei Eingänge zu haben. Einen davon auf der oberen Etage. Warum wurde mir das nicht gesagt, dass ich das als Information habe? Oder habe ich das gelesen? Ich habe ein schweres Brotstoken erfahren. Okay. Ich glaube, einen Platz dafür in der Eingangshalle gesehen zu haben, unter der Treppe. Schauen wir uns gleich mal an. Schweres Bronzeornament, in das die Buchstaben KN. Hey, wir können hier runter.
Okay, ich würde sagen, wir machen einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.